Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mighty Final Fight. Interessanterweise habe ich gelesen, es ist zuerst am Super Nintendo erschienen und dann am NES. Kann man ja sich ja kaum vorstellen. Ist eine Arcade-Umsetzung, also schauen wir mal, wie gut das geworden ist. Eine Einführung kriegen wir da, aha, bla bla bla, danke, danke, sehr interessant, come on, weiter geht's. Ah, und hier kann ich mir aussuchen, hier kann ich mir einen Fighter aussuchen. Ich werde mir mal den guten alten Cody nehmen. Ich habe Mighty Final Fight noch nie gespielt und bin froh, das hier erstmals zu zocken, zusammen mit euch. Könnt mal gleich abstimmen. Mighty Final Fight, gut oder schlecht? Das schaut cool aus. Hüpfen, hauen, hauen und hüpfen. Alles dabei. Okay. Und ich kriege ja schon instant voll in die Schnauze. Batsch. Okay. Und ich gebe auch ein bisschen was zurück. Ja, komm rein. Und tschüss. Es ist ein... Okay, ich glaube, es ist kein sehr taktisches Spiel, kommt mir vor. Da kommen noch mehr. Warum wollen mich eigentlich alle verprügeln? Ich habe anscheinend keine Freunde. Ah! Irgendwie schlechtes Timing irgendwie. Und er zeigt mir Pfeile an, dass ich weitergehe. Voll den Kick genau ins Gesicht. Ah! Roundhouse Kick, ja, das ist gut. Und tschüss. So gefällt mir das. Ein bisschen mehr hüpfen, ein bisschen mehr irgendwas drücken. Und dann bin ich auch schon Game Over, oder? Nein, ich habe noch ein Leben. Friss meine Schuhe. Batz. Und der kann blocken. Kann ich auch blocken eigentlich? Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man blockt. Also dieses Spiel könnte eindeutig mehr Tasten vertragen. Aha, wenn ich nach oben drücke, macht das so ein... kann sogar werfen. Okay, na, da geht da eh einiges. Ja, yeah, das Werfen finde ich super. Wenn ich nach oben drücke beim Hauen. Wenn ich nach unten drücke, okay, macht das gleiche. Bom, bom, bom. Dazu kann ich nur sagen, friss meine fetten Fäuste. Alles weggebrezelt hier. Kommen auch noch Waffen zum Einsatz irgendwann? Mal kurz mal Start machen. Nix. Select auch nichts. Okay. Ja, fühlt sich auch sehr arkadig an. Also ist eindeutig eine Arcade-Umsetzung. Ich finde die Grafik ist echt hübsch. Gefällt mir total. Das ist auch so alles. Also richtig schöne Pixel-Grafik, finde ich. Warum das so arg flimmert zum Teil? Naja, NES konnte nicht so viele Sachen gleichzeitig darstellen, nicht so viele Bewegungen. Aber so viel Bewegung ist ja doch gar nicht am Schirm. Also ist mir nicht ganz klar, warum man das hier an der Stelle nicht packt. Da wurde hier einfach nur schlampig programmiert. Kann ich mir bei Capcom ja fast nicht vorstellen. Ah, come on, weg mit dir. So, jetzt kann ich da weitergehen und geht's weiter. Movie now open. Ah. Der Film ist jetzt offen. Juhu. Kann ich da runtergehen? Nö, warum ist denn eine Leiter, wenn ich nicht runtergehen kann? Schade. Okay. Krieg ich voll drauf gleich. Wie komme ich da weiter? So nicht. Hüpfen. B. Jetzt zeigt er nach rechts, okay. Ah, Endboss. Endboss, Leute. Wow. Na bitte, das geht doch. Mal ein Kick noch dazu. Zur Abwechslung. Aha, jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger. Dann kicken wir ihn gleich wieder mal. Ich habe nicht sehr viel Leben. Macht aber nichts. Ich scheine es voll drauf zu haben gerade.
Und da wird mir schon die Zahnlücke poliert. Geh weg. Geh weg von mir. Du hast keine Energie mehr. Du kannst nichts. So. Ja, die Sprites wiederholen sich hier. Die leichtere Gamme ist auch ganz hübsch gemacht. Ja, ja, Speicherplatz war begrenzt, Leute. Aber die Ziegel sind echt... was ist denn da los? Die Ziegel sind echt schön gepixelt. Sieht schon ziemlich nach Super Nintendo Game aus. Also man merkt schon, es ist Ende der NES-Area erschienen. Das sieht vom Style her wirklich sehr nach SNES aus schon. Nicht ganz natürlich, aber ich traue mich mal sagen, da gibt es SNES-Spiele, die schlecht ausschauen. Bats! Okay. Was ist los mit dir? Mit Mr. Muskelmann. Na? Wie helfen die Muskeln? Auch nix! Und vor allem die Sonnenbrille nicht! Gegen meinen Kick! Ah, okay. Voll kassiert. Voll kassiert. Schau, komm! Nein! Ah! Er hüpft mir direkt auf den Kopf. Ah. Vielleicht darf ich darf nicht dranlassen, nämlich habe ich so das Gefühl. Nur nicht dranlassen. Ah, aber vom Schwierigkeitsgrad finde ich es gar nicht so schlimm. Macht Spaß. Also ist nicht zu hart, dass man einfach nur sich nur als Versager fühlt. Kommt ja oft bei den NES Arcade Games so rüber. Voll kassiert. Voll kassiert. Ah, da muss er sich mal kurz abweitern. So, na, zack. Jawohl. Springen und hauen. Das ist hier die Taktik, die aufgeht. Komm an. Und zack. Kann er einfach gar nichts machen. Er kann. Er kann schon, wenn er genau in dem Moment haut, nämlich. Komm her, Surferboy. Ich hab keine Ahnung, wo er Surfer ist, aber er hat eine Sonnenbrille auf. Und ich habe mal gehört, alle Typen mit Sonnenbrille sind automatisch Surfer. Oh je, jetzt kriege ich auf die Glocke. Wieso? Da. Kassier, komm. Ich bin der Einzige, der hier kassiert schon wieder. Habe ich nicht unendlich Leben, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das hat ordentlich abgezogen. Und noch einen. Einmal geht's noch. Und gleich nachsetzen. Ja, weg. Weg ist er. Wiedersehen. Und schlaf recht schön. Wow, Round 2. Sind wir schon bei 8 Minuten? Ich kann's kaum. Ja. Wieder nette Pixel-Grafik. Da steht im Hintergrund Nitro und Love. Und Keep Out. Nicht. Ja, nicht auf die Wiese steigen. Nicht auf die Wiese steigen. Tut es nicht. Ich wurde mal schlimmstens beschimpft vor meiner Haustür, weil ich auf die Wiese gestiegen bin. Ich, Punk, bin einfach auf die Wiese gestiegen. Habe nichts gedacht. Mir dachte, ich gehe da über die Wiese. Hat so einen Opa gesehen. Mich instant fertig gemacht. Verbal. Der kann Messer werfen. Das ist nicht so gesund für mich. Ah, man kann euch auch aufeinander werfen. Das ist gut zu wissen. Hinten. Jetzt geh weg. So. Da hinten die Autos sind auch ganz hübsch gepixelt. Man mit so wenig Pixeln ein Auto machen in Entfernung ist echt ein Kunststück. Ich pixle selber auch gerne mal selbst. Im 8-Bit-Look. Ist nicht einfach. Ist echt nicht einfach. Jawohl, ich nehme dich als Wurfgeschoss, Junge. Wow. Gerade noch ausgewichen. Und tschüss. Und. Ich muss da ein bisschen. Wow. Der blockt gut hier. Das
fehlt mir eigentlich? Wie kann ich blocken? Ist mir nicht ganz klar, wie ich blocken kann. Jawohl. Und Kinnhaken. Ja, gute alte Kinnhaken. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie... das tut weh. Voll in die zwischen die Beine, meine ich. Kurzzeitig meinen Körper verlassen und bin wieder da. Schön, dass man offensichtlich unendlich Leben hat, oder? Kommt es mir so vor? Hast es? Ist ganz nett. Also es ist jetzt nicht der intelligenteste Zeitvertreib. Also man braucht jetzt nicht unbedingt die Matura dafür, um das zu spielen. Oder Abi, wie man in Deutschland sagt. Bats. Come on. Wie block ich? Ich bin mir sicher, man kann irgendwie blocken, Leute. Also, wenn ich das Blocken irgendwie nicht gecheckt habe, dann schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir rein, Mann, block doch. Und schreibt mir bitte, wie es geht. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal. Wow, richtig weit geworfen, den Hund. Und noch einmal kurz am Turnschuh schnuppern und schon geht's weiter. Da ist noch so ein französischer Boxer. Keine Ahnung, warum der jetzt französisch ist, aber irgendwie hat er doch was Französisches an sich. Komm an! Und Bats! Und gleich nach! Ui, ein Fußtritt. Hey, treten ist verboten. Wieso blockst du immer so gut und ich so schlecht? Ja, so urgut und nicht so urschlecht. Nein, schon wieder. Was macht er da hinten eigentlich da? Sammelt er seine Zähne auf, oder? So. Ja, der will einfach... Jetzt aber, komm schon. Und du kannst jetzt auch nach Hause gehen. Geh doch einer, na geh bitte. Das muss ja echt nicht sein. Jetzt habe ich es geschafft, bis zum Ende zu kommen. Lassen wir das mal. War gut, ist gut. Könnte ich jetzt noch sicher eine Stunde mir komplett sinnbefreit mit den Fäusten hier alles durchballern hier. Kein Problem. So für ein richtiges Spiel für einen Sonntagabend einfach mal hinsetzen, Button smashen und alles wegrocken, was da ist. Warum nicht? Kann ich mir gut vorstellen. Mighty Final Fight. Ist ein gutes Game. Fehlt nur noch der 2-Spieler-Modus und ich wäre glücklich. Ist aber auch so gut. Ja, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch lassen. Abonnieren. Falls ihr es nicht eh schon längst getan habt. Und ein Kommentar. Schreibt mir was über die Steuerung zu dem Spiel, falls ihr euch da auskennt. Wie block ich? Wie blockt man da? Ich verstehe es nicht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.